Hallo, willkommen zurück. Zurück. Genau. So, und zwar haben wir in der letzten Folge haben wir das Strandhaus gebaut. Papa. Was? Schneller erzählen. Okay, und dann hören die Leute mich nicht mehr, wenn Doch. ich ganz schnell erzähle. Doch, wir haben letzte Folge das Strandhaus gebaut. Luana hat es ein bisschen eingerichtet. Das hast du vorher noch nicht gesagt. Ja, mussten noch mal ganz kurz Baby neu ist starten, die Aufnahme. eingeschlafen. Denn, naja. Der ist im Kinderzimmer. Warum nicht? Okay, hat er das Bild eingepackt? Ja. Okay, haben wir noch ein Bild? Das hier können wir einpacken, ja? Und da. Ich weiß gar nicht, wer hat denn das angefangen zu malen? Der Weißt du das? Papa. Okay, gucken wir mal. Das kann er aber nicht fortsetzen. Schauen wir mal, ob sie das gemalt hat. Nein. Ah, okay, weil er jetzt. Warte mal, der muss mal Pipi machen. Lass mir mal Pipi machen und dann kann er das auch einpacken. Gut, das hat er eingepackt. Ich Oh, mag das noch hier die sieht voll schön Rose aus, gell? mitnehmen. Ja. Und das Hundekörbchen. Das kannst du aber dort wieder kaufen. Das heißt, wir brauchen das nicht mitzunehmen. Den Katzen, denn das Katzending. Aber guck mal, das können wir auch nicht mitnehmen. Die Rose. Schade. Aber das Katzending. Das dann. Ja. Das können wir auch dort kaufen. Hä? Ja, das hast du dort nicht selbst gebaut. Ich habe ja gesagt, das, was du selbst gemalt hast, können wir einpacken. Ich die Für den. Pfeile haben, Papa. Was für Pfeile? Ich mag von den Leuten noch mal. Guck mal, das waren immer mehr Zettel. Können wir die Zwerge wegtun? Im neuen Haus stellen wir die einfach gar nicht mehr hin, okay? Dann lassen wir Ja. die weg, dann hast du Dann auch keine können andere Unordnung. Leute dahin ziehen. Ja, können wir machen. So, lassen wir jetzt mal. Warum geht er denn hier aufs Klo? Weglegen. Der soll mal aufs Klo gehen. Der macht sich gleich in die Hose. Wo ist denn der überhaupt? Ach, die ist. Okay, jetzt wissen wir auch, warum er nicht aufs Klo geht. Papa, ich habe mich gerade daran erinnert. War die letzte Mal schon kaputt? Keine Ahnung. Vielleicht konnte der die ganze Zeit nicht auf Toilette. Oh oh, oh oh. Macht. Weißt du, Sieht was das. aus, als ob der jetzt Ja. reinpinkelt. Oder als er gerade gestanden hat. Oh, guck mal. Was ist denn hier los? Ha? Ganz schön viel Müll. Der Müll ist Ja. auch kaputt. Nee, kaputt ist er nicht. Aber den Müll tun wir noch raus, oder? Bevor wir jetzt hier ausziehen, würde ich sagen. Jeden Fall mit. Und wir wollten auch noch die Katze ändern. Stimmt, die Katze war es ja auch noch, gell? Du wolltest ja keinen Waschbär auf einmal haben. Was ist gerade die Katze? Was ist das? Das ist der Weihnachtsmann, hä? Oh nee. Der klaut jetzt nicht unser Kind, oder? Hier. Ho, Nee. Okay. Auf Wiedersehen, Weihnachtsmann. Der ist bestimmt gekommen, weil du so schön geschmückt hast. So, okay. Er hat jetzt den den Müll Schlitten? rausgebracht. Was? Ist der Ja, der ist Weihnachtsmann? schon weg. Hat er einen Schlitten? Der muss jetzt wieder zum Nordpol. Papa? Was denn? Was muss ich drücken? Hier oben? Nee, gar nichts. Sonst läuft er jetzt dahinter. Wollen wir noch oben gucken, ob wir da oben noch irgendwo ein Bild haben, wo wir selbst gemalt haben? Ja, wir haben noch ganz schön viele Bilder oben. Ja, aber nur wo die dann selbst gemalt haben, ja? Wo du mitnehmen willst. Die anderen können wir alle kaufen. Das da Nee, können wir auch kaufen. genau. Das dann nicht. Doch, das auch. Ich glaube, oben haben wir keine Bilder mehr, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, lass meinen Papa noch mal schlafen, dass er ausgeruht ist im neuen Haus. Ja, und wir könnten da so ein Hundeding bei diesem Das wird zu eng. Der Raum ist, glaube ich, nicht groß genug dafür. Oder wenn, Fitnessraum also hinmachen. was willst du denn bei dem Hunderaum überhaupt reinstellen? Ja, Du das, was kannst. da dran ist, guck. Also Hundespielzeug, das können wir doch auch unten im Wohnzimmer hinstellen. Da hast du noch ganz viel Platz. Ich glaube nämlich oben, da ist es nicht so gut. Muss ich hier drauf, um die Wände klein zu machen? Nein, hier. Genau.
Guck, da ist mein Hundeparadies. Hier ist so ein kleines Spielzeugding. Und hier Fressnapf und hier nochmal Spielzeug. Weißt du, wo wir vergessen haben, die Tür da reinzumachen? Konnten die gar nicht rein. Papa? Ja. Was suchst du? Da ist doch eine Tür drin. Ja, wir hatten doch am Anfang hatten wir vergessen, eine Tür reinzubauen. Da? Ja, dann konnten die doch nicht reinlaufen. Und da wollten wir auch noch so ein kleines Katzenparadies hin eigentlich bauen, aber wir ziehen ja um. Genau, wir ziehen jetzt um. So. Bist du bereit zum Umziehen? Ja. Okay, so, dann müssen wir... Können wir noch das Einhorn mitnehmen? Das Einhorn? Das, was du dann kaufen kannst? Ja. So. Oder das Puppenhaus. Ich weiß jetzt gar nicht, was das neue Haus überhaupt kostet. Deswegen machen wir noch ein bisschen Geld für dich. Und das Puppenhaus können wir doch machen. Das können wir alles kaufen, Hase. Oh. So, guck. Ach nee, warte mal. Ups, geht der jetzt alleine oder? Der Hund Haushalt kommt rein. Umziehen lassen, so rum. Papa, der Hund kann alleine durch. Hund war ein Bällebad. Der war gerade da drin irgendwo. Na, ich glaube nicht, dass der ein Bällebad war, oder? Doch. Sicher? Hol mal den Hund und. So, jetzt ziehen wir erstmal um. Und die Katze. Freust du schon auf dein neues Haus? Nein, Katze. Die Katze holen wir dann noch. Und das neue Haus. Aber kann ich noch etwas trinken? Na klar. So. Und das neue Haus haben wir hier hingebaut. Ja, da. Das kann ich. Das. Guck mal, das geht sogar vom Geld her. Jetzt wusste ich gar nicht, was es kostet, deswegen habe ich einfach noch ein bisschen Geld gemacht. Brauchen wir jetzt hier den LKW. Und natürlich mit Möbel, ja, wir haben ja schön eingerichtet. Ja. Möbel kann er verkaufen, was ja im alten Haus war. Dann ist das alte Haus wenigstens leer, würde ich sagen. Mal gucken, wie es denen gefällt. Was denkst du? Gut. Gefällt es denen gut? Denkst du, die sehen die auch das Sims-Zeichen da? Ja, die sehen jetzt auch das Sims-Zeichen. Könnte man eigentlich auch schneiden, aber wir lassen es so. Lädt ja eigentlich relativ das schnell. Das wird euch ja, also euch Kindern, wird es ja immer langweilig. Gell? Dem wird es langweilig? Also. Hier haben wir so beim Garten so. Oh, es regnet. Oh nein. Das geht halt immer beim Regen kaputt. Da ist so ein Brunnen. Da ist so ein Teil. Der Hund wird da, glaube ich, reinpassen. Der Hund passt. Hä? Der ist da durchgelaufen, oder? Ja, und dann geht es hier hoch. Dann geht es hier hoch. Und ihr braucht euch nicht wundern. Wir haben nämlich auch ein Dach. Genau, so. Aber Luana zeigt euch nochmal das kleine also bisschen. Also hier kann man rein. Dann ist hier die Küche. Hier noch ein Badezimmer. Warte, jetzt sieht es ein bisschen besser. Und dann ist hier das Schlafzimmer. Papa, was ist das eigentlich? Ist ein Aquarium. Und ein Aquarium. So, das habe ich noch geändert. Ich habe hier, da können sie nämlich ein bisschen basteln. Zum Beispiel, da kann die Frau Blumen oder sowas machen. Und hier, glaube ich, das habe ich aber auch noch nie ausprobiert, kann man Roboter bauen. Und da ist das Katzending, wo die Katzen hin können. Und das habe ich auch geändert im Schlafzimmer. Schau mal, die Schränke. Ah. Das habe ich ein bisschen lila gehalten, weil dein Bett hast du ja lila ausgesucht. Oder rosa. Eigentlich rosa, aber egal. Ja. Und dann ist hier so ein kleiner Essbereich, weil die müssen aber schon ein bisschen. Und wir wollen doch noch einen Junge holen. Das haben wir auch vergessen. Nee, und das holen wir ja jetzt. Wir haben ja erst gesagt, wir ziehen jetzt erst um, gell? Weil ja. Im alten Haus hast du ja keinen Raum mehr gehabt. Und dann ist hier.
hier noch ein Wohnzimmer und hier geht es dann hoch. Warte. So, dann geht es ja da hoch. Hier ein Bällebad. Und hier ist dann. Oh, ich wollte nicht. Mach halt die Wände klein einmal. Genau, jetzt so, kannst du drehen. Dann sieht man das besser. Und dann ist hier, nach dem Bällebad, ist hier dann ein kleiner. Hä? Da habe ich doch das Ding hingestellt. Und du hast da noch Waschmaschinen hingestellt. Genau, ich habe da noch ein bisschen Waschmaschinen hingestellt. Waschbecken, weil du hast im oberen Bad hast du kein Waschbecken gehabt. Jetzt habe ich dir da noch zwei Waschbecken rein. Dann könnte zum Beispiel. Mit einem Fernseher. Nein, das ist kein Fernseher. Dreh mal rum. Das ist ein Spiegel. Der ist beleuchtet. Wie? An der Seite, siehst du? Ah. Dann sind hier noch so zwei Dinger, oder drei. Papa? Drei. Dann ist hier noch ein Bad mit diesen Waschmaschinen. Ah! Und dann ist hier noch. Papa, du hast eins weggetan. Ja, weil. Eins für die Frauen, eins für den Mann. Okay, aber so wie du es hingestellt hast, konnten die gar nicht drauf gehen. Deswegen hatte ich jetzt eins weg und habe eins lieber nur hingestellt. Und also die machen sowieso nie zusammen Sport, oder? Wenn du oben hingehst, kannst du Schläge üben. Dann übt ihr. Papa, jetzt. Ich mag das woanders dahinstellen. Ich mag das mal hier in der Ecke. Das geht nicht. Weil das hat sechs Felder. Das füllt es genau so, aus. So, es geht der Mann oder hoch und legt das. Und so lang können wir. Dann ist hier ein Balkon mit Würstchen. Und einen Grill habe ich hingestellt. Und ein Whirlpool. Und noch hier. Wir haben den unteren Pool, den unteren Balkon gar nicht gezeigt. Und dann geht's. Und dann ist hier noch so ein Schrank. Ist das ein Sandkasten? Nee, da kannst du anpflanzen. Ah. Geh mal auf deinen Papa. Nein, ich will nicht. Ich. Geh mal hier auf deine Tasche. Hier. Nee, eins weiter rüber, ja. So, und jetzt gehen wir auf die Erdbeeren. Und, achso, geht da, hä? Wieso geht das nicht? Kannst du es nicht einpflanzen? Okay, nee, dann geht es anscheinend nicht. So, ja, Erdbeeren eingepflanzt. Okay, dann pflanze halt Erdbeeren ein. Gut. Und dann ist hier noch ein Pool mit einem riesen Ente. Dann ist hier noch das Kinderzimmer für Mädchen, wo wir ja bekommen haben. Ist ja größer geworden. Und dann ist, wir wollten noch einen Junge holen. Und dann ist ja hier dann sowas. Und wir haben ja ein Tablet. Haben wir ja auch schon gezeigt. Und wir haben noch unten was vergessen, gell, Papa? Was denn? Wir haben noch unten etwas vergessen. Ach ja. Hinten in der Ecke, gell? Ja, da. Hier. Dann ist hier ein Glasboden und hier noch so ein kleiner Balkon, wo ganz unten ist. Ja, da hätten wir auch noch den ja, Stühle Papa, oder so hinstellen können. Ich mach mal die Wände hoch, dann sehen das, glaube ich, besser. Ja, ganz hoch. So, ja, da. Dann ist hier so ein Blümchenteil. Da habe ich ein Blümchenteil. So ein Blümchending. Blümchenteil. Und eine Tür. Und dann ist da die Tür, da kommt man rein oder raus, da rein. Da. Okay, gut. Dann, also, jetzt haben wir ja nochmal das Haus gezeigt. Ja. So, weil jetzt gibt es ja erstmal nichts mehr. Und im Schlafzimmer haben wir noch was vergessen. Was denn? Spiegel, die Gitarre und das Spiegel. Noch der Spiegel. Okay, die Gitarre war sehr, sehr wichtig jetzt, gell? Dass man die auf jeden Fall zeigt. Und hier noch mein Schmuck. Oh, schau, durch den Regen ist deine Kletterwand jetzt schon kaputt. Also hoffe ich nur, dass er keinen Stromschlag kriegt, gell? Und stirbt. Ja, ich hoffe auch. Und wir können uns ja so lang. Was denn? Willst du angucken, wie er es repariert? Wir können ja gucken, wenn er vielleicht, ob er, vielleicht kriegt er einen Stromschlag.
Müssen wir mal gucken. Wir können ja gucken. Hey, Fußspuren, Papa. Ja, natürlich. Der läuft doch im Sand. Da kriegst du doch auch Fußspuren. Ja. Ja. Können wir immer beobachten, wo er angelaufen ist. Ja. Also die gehen mit der Zeit, gehen sie aber weg. Ist ja klar. Und auf der Matratze auch? Da muss er das sauber kehren. Ja. Ja. So gibt es schon mal so. Ein Fräulein. Fräulein? Das ist ein Mann. Freundchen. Oder Feuer. Und so. Hier habe ich noch so ein Wasserding hingestellt. Jetzt würde ich sagen, dass wir die, genau, so eine Wasserwand. Dass wir in der nächsten Folge dann den Jungen noch holen und die Katze. Die ist da! Ja, warum nicht? Die guckt halt dem Mann ein bisschen zu. Papa. Yes, yes. Ja, süß. Na gut. Auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann... Katze. Ja, im nächsten Video, habe ich gerade gesagt. Hast du nicht zugehört, gell? Dann, wenn ihr es nicht verpassen wollt... Einen Daumen hoch. Und? Lass mich den Kanal zu abonnieren. Genau. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würden wir uns einfach in der nächsten Folge wieder sehen. Und Luana wird es auf jeden Fall nicht vergessen, wenn wir die Katze und den Jungen holen, gell? Papa, du hast doch gesagt, du redest schnell. Ist es schneller reden? Ich kann doch nicht schneller reden. Oder soll ich schneller reden? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ich euch zu langsam rede. Also für Luana anscheinend schon. Du bist so lahm. So lahm, ja. Also vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.